Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Mitglieder des Jerusalem Vereins, Mitglieder des Berliner Missionswerks, liebe Freunde und Bekannte, ich grüße Sie heute am Tag der Auferstehung aus Jerusalem ganz herzlich. Es ist nun viele Wochen her, dass wir zu Hause bleiben müssen. Unsere Schulen, unsere Geschäfte, unsere Gasthäuser und sogar unsere Kirchen sind geschlossen. Die Menschen haben Angst vor der Zukunft. Die Menschen wissen nicht, was auf uns zukommt. Zum ersten Mal in unserer Erinnerung gibt es in Jerusalem, der Stadt der Auferstehung, keine Osterfeier. Diese Situation ist nicht nur für uns hier im Heiligen Land schwierig, sondern für alle Menschen in allen Ländern der Welt. Liebe Schwestern und Brüder, ich bete, dass Sie während der Osterzeit mit den Augen der Auferstehung die Welt, unsere Nachbarn und die Zukunft betrachten werden. Denn Gottes Verheißungen sind sicher. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Viele Menschen in den Gemeinden, viele Menschen in den Kirchen, viele Menschen, die auf der Straße gehen, haben auch heute Angst. Aber Jesus hat auch gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Al-Masih kam, Haqqan kam. In der Hoffnung, Sie nächstes Jahr zu Ostern in Jerusalem treffen zu können, wünsche ich Ihnen die Hoffnung der Auferstehung.